Gut. Da haben wir jemand Neues dabei in der Truppe. Wir werden aber die alte Truppe jetzt nehmen. Du kannst noch warten. So, und dann werden wir mal ein bisschen gucken, was wir noch so haben. Reisende. Silber, Silber. Oh, da war irgendwie noch ein Eintrag. Naja. Freunde von Roten Jenny. Da war noch ein Meuchelmörder rumliegen. Hier war auch eine Kiste. Nimm alles mit. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz. Können wir da ein bisschen was mitnehmen. Ich finde das ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also dafür, dass es ja so eine große Truppe gewesen ist. Lief das wohl nicht so gerade so rund für die, ne? Gut, dann müssen wir da vorne sowieso raus. Glaube ich zumindest. Oh, ich bin ja da. Da liegt noch einer. Beim Magier, wo wir hochgelaufen sind. Felsen, die unüberwindbar sind. Oh, 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 oh. Gut. Ja. Haben wir alles. Lange Straße heißt das hier. Die lange Straße. Mal gucken, wie lang sie ist. Ich werde es tun. Auf jeden Fall bis dahin nicht sehr lang. Aber wir haben langsam richtig viele Gefährten, also läuft gut, oder? Also finde ich zumindest. Man sollte ja, ne, nicht zu wenige haben. Wenn wir eine kleine Armee aufbauen könnten, ohne irgendwas nachher die Nachteile daran zu haben. Sehr schön. Bin ich ein Freund von. So, wen haben wir denn da stehen? Ist das... Die Miliz steht da. Also da geht's runter zum Ding. Und was ist hier los? Wir halten Wache, falls die Monster wieder auftauchen. Okay, da geht's. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist auch nicht sicher. Ja, ja, alles klar. Ein sehenswerter Baum. Kriegen wir schon wieder Aufträge oder sowas? Ein beeindruckender Sehenswürdigkeit, die jedoch ansonsten momentan nicht weiter bemerkenswert ist. Manchmal denke ich, der hat zu viel Schwarzbier getrunken. So, wir werden auf jeden Fall zum Schmied. Der Schmied, der ist uns wichtig. Da ist die Truhe. Oh ja, ich glaube, die kann sie jetzt aufmachen. Da gehen wir jetzt hoch. Ja, ich sag ja, man sollte sich hier aufschreiben. Man sollte eigentlich so eine Karte fast selber ausdrucken und sich dann irgendwelche Dinge machen. Also wenn man das Spiel richtig und gründlich durchspielen möchte. Ich könnte das machen. Wo es überall Kisten gibt. Ja, natürlich. Oh, Feuerpfeile, das ist auch nice. Wir sind schon wieder irgendwie mit Ausdauer auch schon ein bisschen... weiß nicht, ob das vom letzten Kampf ist oder die Fähigkeiten. Ja, also wie gesagt, man sollte sich wirklich so eine Karte selber machen und sich oder irgendwie aufschreiben, wo man was hat. Also das wäre schon... Oh ja, ja. Jetzt haben sie eine Anschlagtafel. Also jetzt gibt es schon ein paar Sachen. Jetzt sind wir gespannt. Sie ist da. Hey, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Nehmt das. Als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung. Ich brauche keine Belohnung, weil sie... nützlich sein. Danke, ich habe gern geholfen. Eine Zwergenrüstung? Ja, die nehme ich. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Nice. Was haben wir denn gekriegt? Abgeschirmte Zwergenrüstung aus Stahl. Ja, aber da wird jetzt nichts mehr gegenüber dem anderen Ding kommen. Und die Bänderrüstung. Ihr seid hier willkommen. Was kann ich für euch tun? Mal gucken, was er zu verticken hat, ne? Reden wir über das Geschäft. Ihr könnt natürlich alles nehmen, was ich habe. Ganz zu euren Diensten. Ich darf die Brust nicht verkaufen. Aha, weil die brauche ich. Daran muss ich denken. So, Hammer, roter Stahl. Roter Stahl, Viridium. Streitaxt, oha. Oha, ja, leider. Stufe 5.
kritische Trefferchance. Oh ja. Das ist Graueisen. Also ich hätte ja Bock drauf, ne? Schaden 14. Ja, ich glaube, die werde ich nehmen. Zweihändig. Also 4, 13. Ja, wir werden. Ah, naja, obwohl, ist egal, ne? Also bis jetzt laufen wir ja sowieso hier rum, als wenn nichts wäre. Danke, Herr. Ohne eure Hilfe hätte ich nichts. Wir werden einfach mal darauf hoffen, dass wir gute Waffen noch so finden. Gut, hier glaube ich, werden wir erstmal so nicht weitermachen. Red Cliff ist ja jetzt sicher. Jetzt werden wir nach oben. Ja, das Geheimnis ist jetzt so. Werden wir jetzt die Nebensachen machen und das hier erstmal lassen im Schloss und hoffen, dass wir was finden, um ja, die Fürstin, Prinzessin, Königin, bla bla bla, dass wir sie dann verschonen können oder sollen wir sie opfern, um weiter in der Story zu kommen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Kerker, Redcliffs, ja, da waren wir. Sucherpass. Obwohl dieser Weg nach Norden gefährlicher ist als Gernenpass, verkürzt der Sucherpass die Reise nach Orlais um mehr als 2 Tage. So, das ist der Soldatengipfel, das ist die Nebendingen. Ben Lawrence Lennereien, das ist auch die Nebendingen. Denerim, das ist, wo der. Ja, der Typ, ne, der Bösewicht wohnt und hier unten ist dann, ne, war doch so, oder? Ja, der wichtigste Ding. Hier sollten wir dann zu den Elfen kommen. Und hier ist der Frostgipfelberg, eine Kette von hochaufragenden Gipfeln, die sich im Westen der Rains erstreckt. Genau. Wir werden mal den Sucherpass benutzen. Ach, wir werden schon wieder angegriffen, so aussieht. Wir versuchen erstmal so die anderen Sachen ein bisschen zu machen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oha! Okay. Der mächtige Schlag ging mächtig daneben. Muss mal ein bisschen bei mir leiser machen. Ach, jetzt weiß ich, was ich verkehrt gemacht hatte. Ich hatte das letzte Mal, wo ich das gemacht hatte, war das, oh, Viridium. Wo ich gespeichert hatte, also nicht gespeichert hatte, zuletzt. Was ist? War halt einfach so, dass, ich eine andere Fähigkeit genommen hatte. Und jetzt fällt mir das gerade auf. Ich hatte eine andere Fähigkeit genommen, damit ich leichter schlagen kann mit der Zweihandwaffe. Ah, ich bin schon ein bisschen depp manchmal. So, frei bewegen. Kann ich die Fallen mit ihr entschärfen? So, kann ich ihn benutzen und kann da die Kräuter holen? Die Fallen entschärfen bringt halt XP, ne? Und ich glaube, das ist eine Menge XP, die hier gibt's. Ja, und war ja Dragon Age Origins war eine Anlehnung an die Reihe von Baldur's Gate, also Dungeons and Dragons und sowas. Und deswegen gibt's ja auch den strategischen Mode hier pausiert. Also ist halt nicht so rundenbasiert wie Baldur's Gate. Was ich auch irgendwann spielen werde wieder, weil ich mir das extra geholt hatte. Ja, natürlich. Das werde ich dann aber halt natürlich nicht so extrem machen wie jetzt hier bei Dragon Age Origins, weil das nehme ich jetzt nebenbei auf und renne das nachher noch hoch und zerstückel das und alles für YouTube. Das werde ich dann natürlich nicht so extrem machen, aber ja, wir werden gucken, wie es denn später aussieht. Da haben wir Felix. Felix, wer bist du, Felix?
Gib mir erstmal die Elfenwurzel, Clown. Und dann reden wir mit Felix. Ihr müsst verzeihen, falls ich einen nervösen Eindruck mache. Ja. Aber in diesem Teil Ferraldens gibt es nur wenige Reisende. Aber das ist natürlich Teil meines Problems, nicht wahr? Ja. Ein Irrlicht hat mein Maultier erschreckt. Daraufhin ist es weggerannt, in den Wald hinein. Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt etwa euer Maultier finden? Was macht ihr eigentlich hier draußen? Teil eures Problems? Nun, ja. Es war ein ziemlich harter Monat. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Felix de Grobois, Kaufmann und Unternehmer, zu eurem Dienst. Dankeschön, Ingrim. Erfreut euch kennenzulernen, jo. Ich bin ein grauer Wächter. Nein, ein Kaufmann hier draußen. Normalerweise nehme ich eine andere Route, aber wegen des Krieges hatte ich auf etwas Glück und gutes Wetter in den Bergen gehofft. Leider habe ich beides nicht bekommen. Ach, diese Reise bringt eine Katastrophe nach der anderen mit sich. Ihr würdet wohl nicht einem anderen Reisenden ein wenig behilflich sein? Was benötigt ihr? Einem Reisenden behilflich sein? Wie? Sehe ich aus, als sei ich zu eurer Unterstützung hier? Und das Schlimmste von allem, was schiefgegangen ist, war dieses Artefakt, das ich in Jada erstanden habe. Es ist ein Kontrollstab, hat man mir gesagt, für einen Golem. Ich will ihn nicht haben, weil ich ihn ohnehin nie benutzen würde. Aber ihr vielleicht? Das ist für, falls jemand das nicht weiß, das ist für die Erweiterung, die man damals dann kaufen konnte. War das natürlich auch das? Also, es gab separat natürlich nachher das Addon, das ist dann Awakening. Und davor gab es dann schon den Golem und so alles. Also alles, was hier jetzt gespielt ist, ist jetzt erstmal nur für das Hauptspiel gedacht. Und nachher spielen wir natürlich Awakening. Und Awakening kenne ich selber nicht. Also, wie viel wollt ihr dafür? Was macht ein Kontrollstab? Wo ist der Haken? Woher weiß ich, dass ihr überhaupt funktionieren wird? Ja, ich denke, ich könnte ihn brauchen. Nein, kein Interesse. Wo ist der Haken? Der Haken? Ja, ich vermute, da gibt es einen. So wie immer, nicht wahr? Der Haken ist, dass der Golem im Lieferumfang des Stabes nicht enthalten ist. Er steht angeblich in einem Dorf irgendwo im Süden und wartet darauf, aktiviert zu werden. Selbst wenn ich dorthin könnte, was ich nicht kann, gibt es noch ein weiteres Problem. Der Ort soll von dunkler Brut überrannt worden sein. Das ist für eine abenteuerlustige Seele wie euch doch sicher kein Problem. Zumindest hoffe ich das. Wenn ich ihn umsonst kriege, wie viel wollt ihr dafür? Was macht ein Kontrollstab? So, woher weiß ich, dass er überhaupt funktionieren wird? Ja, ich denke, ich könnte ihn gebrauchen. Kein Interesse, wir machen mal. Woher weiß ich, dass er funktionieren wird? Ich habe ihn von einem langjährigen Geschäftspartner gekauft. Er wollte nicht nach Ferelden kommen, angesichts unserer zahlreichen Probleme. Er sagte, er hätte ihn vom Vorbesitzer des Golems. Aber offen gestanden habe ich keine Ahnung, ob er wirklich funktioniert. Daher der unfassbar niedrige Preis. Was sagt ihr dazu? Preis? Wie viel wollt ihr dafür? Nichts. Ich will nur nichts mit mir rumschleppen, was irgendein Bandit für ein Juwel oder sowas halten könnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ihr überhaupt was damit anfangen könnt. Aber ich habe zu viel dafür bezahlt, um ihn einfach wegzuwerfen. Was macht ein Kontrollstab? Ja, ich denke, ich könnte ihn gebrauchen. Freut mich. Wie bereits gesagt, den Golem findet ihr weiter südlich, in einem Ort namens Honleaf. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Haltet einfach den Stab hoch und sagt, Julefgar. Das erweckt den Golem zum Leben, hat man mir gesagt. Julefgar. Aufschreiben. Und wenn nicht, komme ich wieder. Ein persönlicher Golem. Klingt gut. Dann hoffe ich wirklich, dass es funktioniert. Dann viel Glück. Und ich muss mich jetzt wohl selbst auf die Suche nach diesem Maultier machen. Ja, ist halt so. Ja, das war's schon, weil danach ist ja hier unten das Dorf. Und lebt. Ein abgelegenes Dorf, in dem angeblich ein alter Golem auf seine Aktivierung wartet. Nicht schlecht. So. Kommen wir da raus? Mich hier weg. Achso, noch eine Todeswurzel. So, was haltet ihr davon? Also entweder... Gruppe sammeln, ja. Entweder wir gehen jetzt nach oben. Ostgipfelgebirge, die Kette von hochaufragenden Gipfeln, die sich im Westen Ferelden erstreckt und eine natürliche Grenze zu Orléans bildet. Ich weiß jetzt nicht, wo die Zwerge waren. War das hier? Oder war das da? Nee, Denerim ist das Bereich der Menschen. Machen wir da mal hoch, oder?
Und natürlich wieder im Kampf. Es gibt viele Kämpfe hier. Oh, wo bist du denn? Alter Tigrin. Nimm mal die Wurzel klauen. Wie ihr meint. Habt ihr Geld, Fremder? Jetzt, wo Orsama abgeriegelt ist, kann der alte Tigrin euch Rabatt geben. Oh. Beste Waffen, feinste Zwergenarbeit. Lass mich mal sehen, wovor ich Rabatt bekomme. Was geht in Orsama vor? Ich bin aus zwei Gründen hier. Reisen und Handeln. Versteht ihr? Ah ja, gut. Wofür kriege ich den Rabatt? Oh. Buch der unterschiedlichsten Fähigkeiten. Oh Mann, scheiße. Ich habe keine Kohle dafür. Zwergisches Langschwert. Auf 3. Auch nicht gerade so toll. Gemälde der Rebellenkönigin. Silbernes Schwert der Gnade. Blaue Satinschuhe. Ja gut, die Sachen werden auf jeden Fall schon mal gekauft. Oh, passt. Die Sachen werden auf jeden Fall gekauft. Das Buch würde mich interessieren, aber ich habe keine 12 Gold. Und ich werde auch auf keine 12 Gold kommen. Aber interessant werden die Sachen auf jeden Fall. Schade, schade. Gut. Dann haben wir schon die Geschäfte gemacht, dann gehen wir weiter. Werden wir mal sehen, was in Orsama los ist. Also sind wir doch auf dem richtigen Weg zu den Zwergen. Pass durch den Frostgipfelgebirge. Ja, es hilft ja alles nichts. Ich hätte zwar gerne eigentlich so das alles andere gemacht und dann am Schluss zu den Zwergen, aber... Oh. Ach, hau mal die Fresse. Einfach mal rein da. Genau. So, dann gehen wir den Magier mal kalt machen. Und nimm einen Wundumschlag. Komm mal her hier, Kopfgeldjäger. Zack. Oha, meine Leviana, die ist umgefallen. Nein, nein. Böse, böse. Müssen wir gleich gucken, was sie hat. Kleiner, klarer Eiskristall. Nice. Gehen wir schnell mal durch, damit sie wahrscheinlich irgendein... Ah, da hat sie was gehabt schon. Zack, schwach. Zack. Nee, hat nicht geholfen. Geändert, Strom, Abzug, der auf Magie. Schade, schade. Da müssen wir doch einen großen nehmen. Auch nicht. Na gut. Achso. Muss man ja auch erstmal wirken lassen. Baller schon alles und wo noch nichts gewesen ist. Das nenne ich mal einen Blick. Was ist denn hier los? Die meisten Händler dürfen Orsamar nicht betreten. Also lagern sie nur in der Nähe der Tore. Da oben gilt keinerlei Gesetz, sagt man. Ha. Komisch. Dafür, dass so viele Gesetze erstmal galten vorher. Gehen wir erstmal zu dem Zwerg. Muss ein König entscheiden, wer Kleidung kaufen kann? Das ihr ist lächerlich. Sehr schön, Morrigan. Erzählt mir etwas, das ich nicht bereits weiß. Oh. Aber ihr tragt immer diese Lumpen. Andererseits passt das zu euch. Hier ein Riss, da ein Riss. Etwas Haut zeigen. Ich verstehe schon. Euch ist schon klar, dass ich im Wald gelebt habe. Vielleicht stecken wir euch eines Tages in ein hübsches Kleid. Aus Seide? Nein, eher Samt. Samt ist schwerer und schützt besser vor der Kälte in Ferelden. Dunkelroter Samt. Ja, mit Goldstickereien. Tief ausgeschnitten. Wir wollen ja nichts verstecken. Starrt mir nicht so auf die Brüste. Das ist mir unangenehm. Gefiele euch das nicht? Und dann müssen wir natürlich euer Haar hochstecken, damit man euren wunderbaren Nacken sehen kann. Ihr seid verrückt. Da lasse ich mich ja lieber von Alistair einkleiden. Das wird lustig, ganz bestimmt. Und Schuhe kaufen wir auch. Oh, Schuhe. Wir könnten zusammen einkaufen gehen. Ich liebe das. Die Kommentare sind echt die besten, die es gibt. So, Schuhe. Sie mag Schuhe. Schuhe. Hier, Schuhe.
Wie lieb von euch. Hast du schon. Ich danke euch sehr. Silbernes Schwert der Gnade, ein verziertes Silberamulett für ein eines Schwert. Geschenke können mit Händen. Ja, gut. Dann nehmen wir mal. Einmal für ihn. Oh, vielen Dank. Das ist. Schade. Und einmal für sie. Interessant. Gut, das war dann halt doch für jemand anders, aber immerhin. Sie mag Schuhe. Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Habt ihr eure Kaste verloren, als ihr Osama verlassen habt? Schon gut, ich sollte jetzt gehen. Es geht euch zwar nichts an, aber ich wurde wie mein Vater an der Oberfläche geboren. Wir hatten nie eine Kaste, die wir verlieren könnten. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Das ist nicht richtig. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Wart ihr jemals im Inneren von Osama? Zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel. Aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr, in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Gut. Dann viel Glück. Gut. So, dann haben wir die Seite ja eigentlich sofort durch, außer die beiden hier noch, ne? Die Versammlung ist festgefahren. Niemand weiß, wann die Stadt wieder geöffnet wird. Orsama wird hungern. Ja, wer weiß. Die haben vielleicht Pilze oder so. Mal gucken, was die Klatschmäuler sagen. Gehört, es soll einen neuen Tag. Seid gegrüßt, Herr. Okay. Seid lieber vorsichtig, die dunkle Brut kommt. Ah, alles klar. Hab ich zu schnell gedrückt. Wie sollen wir so am Leben bleiben? Oberflächenseide zum halben Preis. Putzbogen, halbe, Begonnen. Reichen das mal alles ein. Ich bringe meine Karawane nach High Ever. Dort herrscht jeder hin, wo es Arbeit gibt. Und hier gibt so, es keine. Farin. Kann ich euch für etwas begeistern? Ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royo. Lasst mich mal sehen. Gebraucht? Warum sollte man Wucherpreise für neue Ausrüstung bezahlen, wenn man fast neue Ware viel, viel billiger bekommen kann? Ja, ein Leichenflatterer. Wo habt ihr diese fast neuen Rüstungen? Ach, von hier und da. Aber das ist ja auch unwichtig. Das Entscheidende ist, dass sie billig sind. Und ebenso gut wie die Arbeiten, die man in einer Schmiede bekommt. Lasst mich mal sehen, ne? Aber natürlich. Und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück Farins lebenslange 24-Stunden-Garantie bekommt. 24-Stunden-Garantie. Rezeptur des starken Lyriumtranks. Oha. Also er hat Rezepturen, Rezepturen, ja. Krasse Sache, Alter. So, hier ist nochmal die Axt, die zweihändige. Gucken, was er hat hier. Bild einer Gänsemarkt. Das nehmen wir natürlich mit. Außergewöhnlicher Topas als Geschenk. Uhuhuhu. Also Geschenke nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, langsam müssen wir vorsichtig sein. Sonst haben wir bald nichts mehr, was wir noch machen können. Also sie steht ja sowieso irgendwie nur auf ganz komischen Kram, deswegen glaube ich, werden wir ihr hier nichts geben. Es sei denn. Ah. Wir nehmen mal sie. Sie kriegt denn. Jetzt hatten wir nur die zwei, ne? Hier. Ich danke euch sehr. Und dann kriegst du noch den Topas. Ich danke euch sehr. Okay, das war der falsche. Also wenn man mehr kriegt, dann ist das für andere eigentlich. Die kriegen dann mehr, also, ja. König Logain, Osama, Wache. Beata, dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Logain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Ich habe wichtige Geschäfte in Osama. Ich wurde in Osama geboren. Lasst mich vorbei. Wieso ist, wie hieß er noch, König Eldrin etwas zugestoßen?
Mal gucken, ob wir einfach mal so durchkommen. Keine wichtigeren als die meinen. Eure Geschäfte müssen warten. Osama will keinen Einfluss von außen, bis die Thronfolge geregelt ist. Keiner darf hinein. Ich wurde im Osama geboren. Na, machen wir erstmal zwei. Wenn ihr so über den König sprecht, lassen sie euch nie rein. Moment. Seht mich mal an. Ihr seid der Markling, der das Tornei entehrt hat. Ihr wisst wohl noch nichts von unserer Tragödie. Osama hat keinen König. Andrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Oha. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet Osama dazu, mich zu unterstützen. Ein Verderben ist nahe, sie müssen einig sein für Ferelden. Die grauen Wächter brauchen traditionsgemäß die Zwerge als Verbündete. Machen wir erstmal 2, bevor wir uns verraten, neben den anderen. Moment, wer seid ihr denn, dass ihr für Ferelden sprecht? Zumindest kein Bote von Loghain, so viel steht fest. Den Ahnen sei Dank. Oh, ich bin ein grauer Wächter, dieser Vertrag verpflichtet Osama dazu, mich zu unterstützen. Die grauen Wächter brauchen traditionsgemäß die Zwerge als Verbündete. Wir nehmen erstmal 2. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Aha. Ihr lasst einen Verräter passieren? Wie habt ihr ihn genannt? Dreckiger Markling? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Genug jetzt. Erhebt eure Klinge, wenn ihr so hart seid. Loghain ist der Verräter, der König Kaelin bei Ostergaard getötet hat. Einschüchtern, lauft zu eurem falschen König, die Zwerge werden ihn heute nicht anhören. Ihr, euer Getue zieht bei mir nicht. Ich bin ein Bote von König Loghain. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Ach, wie sinnlos einfach. So, komm her, kriegst einfach mal richtig schön in die Fresse. So, kriegst den hinterher. Dann kriegst du den. Dann kriegst du den. So. Und weil ich nochmal mit dem Knauf rumalbern kann, kriegst du den auch noch. So. Schwingen wir das Schwert. Ja, regenerier dich. Gut regeneriert. Oha, der war wohl richtig gut hier. Oha, der geht richtig ab. Also keiner ärgert Leilana. Nee. Das macht keiner. Das tut man nicht. Die kann echt ganz fies sein. So, wir haben die Sachen geklärt. Jetzt gehen wir aber mal rein. Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Ihr könnt Osama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Naja, immerhin wurde ich schon mal reingelassen. Die Suche nach Senshal.